Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Und? Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Schick's mal ab!
sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Behalten Sie die Fenster da im Auge. Amerikanische Infanterie vor Ort. Schröder, an das AMG-Feuer. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl, Kommandant. Zerstört. Gute Arbeit. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Und Verteidigung zerstören. Er kann wieder los.
Die Amerikaner laufen davon. Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Stellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen.
Panzerdivision versucht, den Platz umzustellen. Sofort angreifen und abwehren! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Jetzt fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Sie sind getroffen, fahren aber noch! Weiter so! Verdammt! Keine Chance gegen Tiger!
Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen! Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herr Gott, nochmal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Ich denke, wir sind startklar. Uns gestellt. Kerz, wir rücken vor. Fahren wir.
Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh ja, dort nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Hartmann. Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Gott. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Oberkommando. Oberkommando Ende. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz.